Kann man den Schrei nochmal hören, bitte? Ah! Ausgezeichnet und damit willkommen hier bei den zwei Königen im Affenstall, den größten Klettermaxen. Daddy braucht wieder ein neues Paar Schuhe in der Podcast-Lounge von Fürnüsse mit. Ja! Halb gewirkt, halb gesprochen und Klaus. Ja, Dirk, wie hast du denn gestern den Tag der deutschen Einheit verbracht? Oh, viel Feuerwerk, viel Politik, Lachen, fremde Gesichter, sehr einfache Gesichter. Ja. Und du? Sehr einfache Gesichter. Ich war abends klettern. Über der Mauer? Im Ostblock, ja. Hey. Oh, Scheiße, das geht das wieder los. Ja. Das würde niemand hören, wenn das jedes Mal kommentieren ja, würde. Ja, ich weiß. Dein ich kleines weiß. Gehirn. Aber irgendwann. Was ist denn das immer, wirklich links und rechts? In einen Blick hinter die Kulissen hier im Studio. Shimon. Manchmal glaube ich, wenn man alle Folgen am Stück hört, könnte man meinen, wir nehmen die auch am Stück auf. Ja, wir sind jetzt in der 41. 40! Sind you, 40? We, 40! Für Kavanagh. Ich sehe hier gerade ganz viele Ghetto-Zeichen. Und wir sind gerade in der 40. Stunde von so einer Marathon-Podcast-Aufnahme. Naja, eine Folge hat ja, glaube ich, 2 Stunden gerissen. Viele reißen auch die 1-Stunden-Marke. Auf YouTube habt ihr die Möglichkeit, komplett die Playlist am Stück zu hören. Das heißt, der endlose Wahnsinn. Und ich glaube, da ist man richtig kaputt. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, Möbeln aus Prag abholt mit so einem kleinen Fiat 500 und habt da Internet, dann zieht euch doch mal die ganze Fahrt hin und zurück. Gottes Willen. Es geht natürlich auch, wenn es runterlädt. Dann braucht ihr nicht eure Roaming-Gebühren. Kostet ja nichts mehr. Wenn wir bei hier, ne? Wo sind iTunes und Stitcher? Meine Güte, wir fangen schon mit dem Administrativen an in Folge 40. Stitcher. Ich habe gerade gegen jemanden Rocket League gespielt, der hatte den schönen Nickname After Puppet. Ihr hört mich flämen? Ja, das ist sein Leder-Daddy hat ihm den Spitznamen gegeben. Was ist gegeben. Denn der Leder-Daddy? Nein, das ist so ein... Googelt's einfach. Googelt einfach mal Leder-Daddys. Na ja, komm. Also sind 2 Leute in Leder und der eine hat dich an der Kette, dann ist er dein Leder-Daddy. So einfach. Also wie eine Lampenschicht. Ja, mit der Lampe als Leder-Daddy. Ja, naja. Dirk, was ist denn dein... Wie weit bist du denn bei Seinfeld? Bist du schon bei Festivus angelangt? Festivus? Ja, okay, offensichtlich nicht. Ich bin irgendwo in der 4. Staffel drin. Ich. Oder 5. Staffel. Ich bin gerade dabei, ich habe gerade die Folge beim Training gehört, ich weiß nicht, ob ich da gar nicht hingucke, wie Seinfeld hatte sein BMW irgendwie aus dem Restaurant wiederbekommen und seitdem stank das. Und jeder, der drinnen saß, stank. Ja. Und alle, die danach mit irgendwelchen anderen Menschen zu tun hatten, die wollten halt nichts mit dir zu tun haben. Irgendwie, wie heißt diese kleine Frau? Elaine, die hat halt irgendwie so einen Typen kennengelernt und der meinte von wegen, sie kann bei ihm nicht schlafen, weil er früh raus muss. Und Seinfeld meinte, er will nichts mit dir zu tun. Es kann doch sein, dass Männer früh... Nie, kein Mann muss früh raus. Ich habe morgen schon mal Männer gesehen. Ja, aber das sind Männer, die halt dieses früh raus als Entschuldigung dafür nehmen, weil sie nicht Sex mit jemandem haben wollten. Und warum? Und irgendwann kommt dann halt raus, dass sie auch stank und alle stanken. Aber warum? Und zum Schluss hat er das Auto gereinigt, ganz teuer und sonst was. Und dann ist er ins Auto wieder rein und hat gemerkt, es stank. Und dann das Ende war, dass es irgendwie so ein Penner gezeigt hat von wegen, ich steige hier aus dem Auto, ich lege den Schlüssel ins Auto rein, es ist offen, du kannst es haben. Ja. Und der rennt halt rein, setzt sich an Steuer und dann Schluss. Das war die letzte, die ich gesehen habe. Klassische Seinfeld-Folge. Und die Figuren sind auch maximal garstig, was du da erzählt hast mal so. Garstig? Ja, also hinterhältig, widerlich. Ja. Der kleine, dicke ist Kramer. George. Oh, fuck, ey. Immer dieses Beiläufige. Ja, ich guck's halt nicht bewusst. Ich mache halt irgendwie... Und da war es halt so, dass das Elaine irgendwie so einen ehemaligen Freund im Krankenhaus besuchen wollte, wollte aber nicht alleine hin, weil sie mit dem mal zusammen war und der fand sie so geil, bla, und der war so dick. Und sie meinte, das fand sie so eklig, weil er so ein fetter Mann war. Und sie finde fette Männer so eklig und wollte ihn aber besuchen, weil sie schlechtes Gewissen hat. Und hat dann Seinfeld mitgenommen, dass er wieder mal ihren Fake-Freund spielt. Und dann hat sie gesehen, dass er doch schlank ist. Also irgendwie hat er danach dann getrauert und abgenommen und super. Und gleichzeitig ist er Künstler gewesen. Und dann hat, wie heißt der Dicke nochmal?
George Costanza. George Costanza hat dann irgendwie ein paar Bilder von ihm abgekauft, weil der kurz vor einer OP stand und der Arzt meint, es sieht nicht ganz gut aus. Und George hat und er gedacht, hat gehofft, dass er, ja, genau. natürlich. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Und dann während der OP, da durfte er zuschauen und da hat irgendwie Kramer hat mit Seinfeld OP zugeschaut von oben und dann hat Kramer halt dann irgendwie die ganze Zeit rumgeknabbert und Seinfeld, was machst du denn da? Ich esse Pfefferminz. Willst du auch einen? Nein, ich will keinen. Doch, hier, nimm, das ist gut. Nein, und da haben sie rumgerammelt. Und dann ist so ein kleiner Pfefferminz-Drop so runtergeflogen in Zeitlupe. Mhm. Und die Ärzte haben die Geräusche gehört und haben in dem Moment hochgeschaut, gedacht von wegen, was machen die da rum? Und der Pfefferminz ist direkt in den offenen Bauch von dem Patienten gefallen. Und dann sah es so aus, als ob er stirbt. Und dann hieß es von wegen irgendeiner Anomalie, sie können es sich nicht erklären, ist halt alles in dieser eigentlich des infizierten Bereich wurde komplett desinfiziert durch irgendwelche ätherischen Öle, die sie nicht sich erklären können. Und er hat halt überlebt. Und George war halt total am Boden zerstört. Und meinte, ich habe diese scheiß Bilder jetzt für $1,900 zu Hause. Und er hat gesagt, ey, wie krass schlimm diese Figuren eigentlich sind. Ja. Übrigens eine super Wer-wird-Millionär-Frage, wie Kramer mit Vornamen heißt. Ne? Weil das, die anderen, so Alonso oder so. Cosmo Kramer. Woher kommt denn das eigentlich, dass er immer wie von der Tarantel gestochen reinrutscht immer in diese und voll oft auch manchmal so wegrutscht, dass du Jerry, weil er irgendwie kein Schauspieler ist, siehst, dass er irgendwie das Kurzgesicht mit dem Gesicht kommentiert und denkt, wow, das war knapp. Ich finde am besten finde ich, wenn Jerry das einfach gar nicht kommentiert, sondern zur Wand schaut, um sein Lächeln zu verstecken oder um sich kurz mal wieder zu fangen. Das sind eigentlich die besten Momente. Aber es hat die Figur, das wird nicht erklärt, warum der halt so. Nee, warum der so ist, wie er ist. Nee. Ist halt so. Naja, es gibt eine Folge, in der George will zu Weihnachten nicht zu seinen Eltern fahren, weil sein Vater nicht Weihnachten feiert, sondern sein Vater feiert Festivus. Ein Feiertag, den der Vater sich selber ausgedacht hat. Aber an Weihnachten. Ja, an Weihnachten, ja. Und es ist kommentiert immer mit: A Festivus for the rest of us! Und dann baut er aus Bier... Ist er Jude oder... Nein, er hat einfach keine Lust auf Weihnachten. Okay. Und dann baut er so einen aus Bierdosen so einen Weihnachtsbaum auf. Also alles angelehnt schon an Weihnachten. Er hat so ganz komische Rituale. Es gibt der Tag ist erst beendet, wenn einer der Gäste den Gastgeber beim Wrestlen überwunden hat. Und alle lesen sich The Errands of Grievances, in dem alle ihrem Unmut Luft machen und sagen, was sie furchtbar finden an allen anderen Leuten, die am Tisch sitzen. Aber hast du das alles nochmal im Original gesehen? Ich meine, damals, als es rauskam, war es doch... Davon so ein paar Folgen. Okay, weil es klang gerade so, weil ich dachte so, hä? Zu Festivus findest du so viele Ausschnitte. Okay. Aber das muss ja auch später dann passieren, in der 5. Staffel, 6, oder? Ja, also wie gesagt, ich mit Staffeln, ich konnte das nie irgendwie einordnen, weil ich habe es so am Stück gesehen, als es auf ProSieben lief. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja schon ein schöner erfundener Feiertag. Und jetzt gibt es eine Amazon-Serie. Ist jetzt neu draußen, da gibt es jetzt überall Werbung zu. Ich rede nicht über Jack Ryan. Eine Amazon-Serie. Ich glaube, auch nicht von Amazon produziert. Über einen anderen schönen erfundenen Feiertag. Und da frage ich mich doch, was würden denn Dirk und Klaus an diesem erfundenen Feiertag machen? It's the Purge, baby! The Purge. Ist das da, wo alles erlaubt ist? Ja, 12 Stunden, eine und Nacht. Und Mord und so? Ja, ist alles ist das erlaubt. Ist das nicht irgendwie angelehnt an irgendwie so einen Klassiker aus den 80ern? Das kommt mir voll bekannt vor. Also es gibt einen Horrorfilm, der ist aus den... das hätte ich mir nachschauen sollen, aber das ist von 2010 vielleicht. Ja. Mit Ethan Hawke und Lena Headey, also Cersei aus Game of Thrones. Das ist der erste The Purge und da geht es halt darum. Ethan Hawke aus Land der Raketenwürmer? Spielt er da mit? Also irgendwie irgendein bekannter also, Schauspieler hat. Gattaca hat mit Jude Law, der talentiert Mr. Ripley gemacht. Matt Damon. Im Club der Toten Dichter ist er dabei. Als Junge. In der Klasse von Robin Williams. Und also 12 Stunden. Ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in der einen Nacht ist alles from legal. From dusk till dawn. Genau, ist alles legal. Außer Mord an hohen Regierungsangestellten. Es gibt so ein paar Purge-Regeln. Echt? Ja, auch erstmal kriegen. Und nicht. Purge ist ja auch mehr oder minder eine Metapher für den Neoliberalismus und wie halt Leute ausgebeutet werden. Und auch im ersten Purge, der ist noch ein bisschen cleverer aufgebaut, geht es auch darum, dass Lena Headey und Ethan Hawke sind halt so eine gehobene Mittelstandsfamilie. Ist das ein Film oder eine Serie? Ein Film und jetzt eine Serie. Okay. Und im Film geht es halt darum, die verkaufen Versicherungen, also verkaufen Purge-Versicherungen und verkaufen Alarmanlagen und so Hausschutz. Wird sich sichern, indem
Ja, naja, du kannst halt dein Haus irgendwie einfach komplett abriegeln, wenn du halt bei denen kaufst. Und das ist halt so eine ganze Subindustrie geworden für die Purge-Nacht. Aber wenn... Kannst du dich ein bisschen leiser machen oder nur uns? Ich kann mich in der Aufnahme leiser machen. Achso, nee, das ist nee, dann ist ja Blödsinn. Weil ich mich irgendwie so... Aber egal. Ja. Also ich meine, da muss ja... Das würde ja auch ein bisschen bedeuten, wenn wir jetzt krasse Sachen machen würden. Es gibt auch eine Rick-and-Morty-Folge, in der das thematisiert wird, wo sie auf einen Purge-Planeten fliegen. Wo es permanent so ist. Ja, nee, nein, es gibt auch diese eine Nacht und sie wollen das irgendwie, Rick, wollen sie das... Das kommt mir bekannt vor. Ja, sie wollen das Rick halt... Staffel oder so. Ja, genau. Ja, lang und breit gesehen. Erklären, irgendwie die Hintergründe, und er meinte nur, vergiss es, es ist ein Purge-Planet. Ich war schon auf tausenden von Purge-Planeten. Okay. Morty, deck dich ein, wir gehen auf Purge. Ja. Ist ja auch die Frage, man kann es ja auch defensiv angehen. Naja, also ich glaube, in einer Großstadt wäre es schon schwierig, wäre es schon schlimm. Also hier... Also ich glaube, es ist also selber was Schlimmes machen. Also ich glaube, da gehst du ja von aus, dass jeder ein kaputtes moral-ethisches Verständnis hat. So, dann, klar, dann, okay, heutzutage... Du musst ja nicht super weit gehen. Du kannst auch einfach einen BMW klauen. Der stinkt. Ja, aber auch das musst du ja irgendwie können. So, also ich meine, es hält uns jetzt ja nicht zurück, ein BMW zu klauen, weil es verboten ist, sondern weil es in erster Linie gar nicht so leicht ist, glaube ich, einen BMW zu klauen. Außer du hast halt irgendwie, keine Ahnung, gutes Equipment, weil heutzutage musst du, glaube ich, irgendwie so ein Elektro, blablabla, beziehungsweise was immer gesagt wird, ist ja von wegen die Code-Auslesung der Schlüssel. Yeah. Die sind ja immer noch so dumm, dass du, um hundertprozentig sicher zu sein, außer du bist in der Nähe deines Wagens, musst du es immer in Alu wickeln, weil sonst kann jeder das Ding auslesen mit dem richtigen Klick. Genau, ich wollte sagen, es ist heute wahrscheinlich leichter denn je. Ja. Also wenn du halt irgendwie mal, du setzt dich in ein gehobenes Café, wo die Leute vor der Tür parken können, packst deinen Laptop hin mit einem Empfangsgerät und guckst, wie einfach seinen Wagen schon relativ früh entsperrt. Du musst halt dann aber auch im Range sein, du kannst dich ja nicht sonst wie weit, aber... Ja, aber wenn die Leute vor dem Café parken können, ich glaube so 50 Meter, weil ich hatte auch mal was dazu gelesen, wie unsicher ist, also du brauchst gar keinen Schlüssel mehr. Ja. Ja, also... Aber ich... Das wird mich, glaube ich, als... Wir könnten reich werden, Dirk. Ja, ich meine, wenn es 12 Stunden ist, dann würdest du halt diesen Wagen dann klauen und dann sofort auch verkaufen. Und jeder weiß, es ist Purge Day und alle wissen von wegen, ich kaufe jetzt einen geklauten Wagen und morgen, wenn es vorbei ist, dann ist der halt schon gesucht und dann stehe ich da und der ist halt ja auch mit sonst wie vielen GPS und sonst was und dann steht der Polizist und ja, blöd, hast du am Purge Day geklaut. Der Diebstahl ist jetzt nicht verkehrt, aber du hast jetzt Diebesgut, die nehme ich dir immer weg. Das weiß ja so, oder? Na gut, aber du willst dann kleinere Waren, einen Supermarkt überfallen zum Beispiel. Die Kasse einer Bank ausrauben. Ja, da ist die Sache, ob... Ein Geldautomaten sprengen. Ob alle Straftaten dann sofort quasi... es wird nichts geahndet. Nichts geahndet. Nichts geahndet. Also so, ich glaube, so Sachen wie so Großfirmen halt irgendwie prellen, da hätte ich irgendwie gar kein Problem mit. So, nach dem Video, was du dir gestern geschickt hast. Ah, das Amazon. Ja, also da ist dann halt auch das eine $1 Trillion. Ja, das ist genau jetzt die zweite, Amazon ist vor, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, glaube ich, die zweite Firma weltweit gewesen, die den Wert von $1 Billion überschritten hat, nach Apple. Und da ging es halt darum, dass Amazon kann halt immer besser voraussehen, was man bestellt, noch bevor man es selber weiß. Also am krassen fand ich halt einfach dieses Beispiel mit dem Vater, der sich aufgeregt hat, dass die Tochter halt immer irgendwelche Windelartikel oder so... Sie bekommt Coupons für Windeln und Kinderzubehör. Und die war 17. Genau, und dann kam halt irgendwie raus, dass sie schwanger war und er wusste es nicht, aber aus dem Algorithmus hat halt Amazon errechnet, dass sie das höchstwahrscheinlich sein könnte. Das war nicht mal Amazon, das war so eine Kette mit so einer Payback-Karte quasi. Okay. Die dann wahrscheinlich gemerkt haben, okay, sie kauft immer Alkohol, 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 Alkohol. Was, in Walmart? Schwangerschaftstest, kein Alkohol mehr. Ich glaube, es war Costco. Aber Costco ist so ähnlich wie Walmart. Also lass es Walmart. Aber ich dachte, weil sie gesagt hat, haben sie nicht gesagt, dass Walmart von den Flächen am besten, also von den... Ja. Dass du halt nirgendwo hinfahren kannst, also im amerikanischen Bereich quasi, um permanent auf dem Costco zu auf dem Walmart zu treffen. Ja. Dass das quasi in der realen Welt Amazon halt nachsteht, aber halt sie halt diese Datenakquise, die da halt dann irgendwie Amazon macht, nicht nachkommen, weil die halt einfach zu weit sind. Und... ja, also ich meine, es ist ja schon, also wir beide haben es bestimmt schon öfter erlebt, weil wir öfter mal Amazon
Quatsch nutzen, dass man halt Empfehlungen hat, wo man denkt, nee, aber scheiße, das passt schon ziemlich gut rein in das, was ich also interessant finde. Auf jeden Fall, Amazon macht es besser als Google. Wenn ich bei YouTube jetzt Videos schaue, werden mir ständig Nikotinpflaster vorgeschlagen. Ja, aber du googelst ja auch so viel Scheiß durch deine Arbeit, dass du halt... Vielleicht wäre das irgendwas, ja. Ja, gutes Argument. Was ja, ich total gruselig finde, wenn ich jetzt in letzter Zeit halt öfter mal die Ortung am Handy anlasse, kriege ich halt einmal im Monat von Google meine Bewegungshistorie des letzten Monats und sage dann erstmal, wie weit ich mich bewegt habe, natürlich im Rahmen des Aufzeichnungsmodus und dann halt auch, wie weit ich noch entfernt bin zum Mond, wo ich denke, was ist das für eine Relation und dann, welche Orte ich besucht habe und wie fand ich die denn bitte schön und soll ich da mal Rezensionen zu schreiben, wo ich denke, wow, scheiße, jedes Mal, wenn ich das vergesse, wenn ich mir irgendwie so einen Emmy-Roller oder sowas suche, dann mache ich halt meine Ortung an. Normalerweise mache ich es sofort danach aus, aber wenn ich das vergesse, dann zeichnet Google ja alles auf und sagt von mir, was hast du da gemacht, wie denn da? Und dann weißt es halt auch, also beziehungsweise geht es stark davon aus, von wegen, du hast irgendwo auf der Straße, hast du dich so schnell bewegt, dass du gegangen bist. Und plötzlich bist du ganz schnell irgendwo hin und das war nicht zu Hause. Und mit den ganzen Sharing-Angeboten gehen wir stark davon aus, dass du entweder ein Emmy oder einen anderen Roller oder irgendwas gemietet hast. Und dann nicht, dass halt, wir nicht wüssten, welche Apps du benutzt hast. Genau, und dann sind die halt einfach zu dicht dran, dass du einfach weißt von wegen, okay, das ist scheiße, das ist echt eklig. Also das Krasse ist ja, dass Amazon eigentlich mehr weiß, es aber gar nicht dir so das Gefühl gibt. Ja, nur wenn du aktiv da bist und sagst, schau doch mal, du warst gestern, guck mal, hier ist ein Blitzangebot, findest du das nicht gut, sowas? Und Google dir die ganze Zeit sagt von wegen, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du warst, willst du da nicht wieder hingehen? Du warst die letzten Wochen immer da, am Mittwoch, auch um 16 Uhr, es ist 15.35 Uhr, geh doch schon mal los. Und dann denkst du so, nein. Wir haben ja schon mal einen Wecker gestellt. Ja. Ne? Ja. Und das soll ja noch schlimmer sein bei reinen Google-Phones, oder? Da ist ja dann alles miteinander... Ja. Da, dem entkommst du halt nicht. Also, und gruselig finde ich aber, wenn bei Amazon die Sachen vorgeschlagen würden, die echt sich beißen miteinander oder ein ganz komisches Bild auf dich werfen. Als irgendwann mir empfohlen wurde, irgendwie Duct Tape, so ein dünnes Seetau und irgendwas und Duftkerzen oder sowas zu kaufen. Ein Van. Ne, aber die drei Sachen so. Eine Fleischsäge. Also Duct Tape, Tau und Duftkerze, habe ich gedacht, das ist halt eine sehr abstrakte Mischung. Und du denkst, oh, Freunde, Alter, was denkt ihr denn von mir? Und dann ist halt von wegen, welche Daten werden dann weitergegeben? Suchen jemanden, ja, also der hat sich letztens für die drei Sachen, das ist ziemlich... Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du deine Pornos nicht im privaten Browserfenster suchst. Das fließt auch alles mit ein in deine Amazon-Empfehlungen. Ja, und? Also kriege ich halt meine Miles in More-Punkte. Schwingen Moorpunkte. Dann hat ihr Telefon sich eine Zeit lang ganz schnell vor und zurück bewegt und dann nicht mehr. Ich bin noch aktiver Kommentator bei Pornhub-Videos. Da finde ich die Videos, die Kommentare, aber das Beste, wenn es dann heißt, Jungs, seid ihr auch bei Minecraft-Level blablabla nicht weitergekommen? Und dann heißt es, Alter, such dir einen Therapeut. Nee, jetzt mal ehrlich, ich komme da nicht weiter. Das ist selbstverständlich. Das ist das neue Äquivalent zu, ich lese den Playboy nur wegen der Artikel. Ich bin auf Pornhub nur wegen der Kommentare. Ja. Da heiße ich auch Dirk 2000, wie mein Grindr-Profil. Wie heißt du da? Das ist eine schwierige Zahlen-Buchstaben-Kombination. Es ist Klaus, aber eine Eins statt des Ls. Cool. Hast du Seth Meyer heute gesehen? Apropos Verbrechen. Nee, weil schwierige Zahlenkombination. Was war denn heute? Da war halt irgendwie so ein IT-Guy, wo er meinte, von wegen, dein Amazon-Passwort ist zu leicht, du musst es ändern. Ah, nee, dann hat er ganz kompliziert langes und meinte, das kann ich mir niemals merken. Ja, dann sing doch dieses Lied. Und hat dann halt diese kompletten Kürzel, Nummern und sonst was in so ein bescheuertes Lied verpackt. Und dachte, deswegen habe ich meine ganzen Passwörter nur noch vom Browser verwaltet. Ja, bei mir ist alles Klaus oder Dirk 3. Weil jeder denkt, es würde Dirk 1 heißen. Oder auf Klaus kommt eh keiner. Weil ich ja Dirk bin. Ja. Ich hatte zeitweise nur ein einziges Passwort. Mein Magic-Passwort. Ich hatte eine Zeit lang auch mal nur eins, aber ich muss mal ganz kurz... Das war's. Tschüss. Bis nächste Woche. Klaus steht auf, weil seine Mikrowelle gedingelt hat. Nee, was macht er jetzt? Jetzt muss er irgendwie an seinem... Sehr, sehr improvisiert.
Was macht er denn da? Er fummelt da in seinem Pad rum. Windelt das jetzt eventuell die ganze Zeit? Das hört doch keiner. Das hat man, das kann, glaube ich, hat man schon gehört. Das Mikro hast du auch immer beschrieben, es geht nur nach vorne. Ja, aber das heißt ja nicht, dass der Raum nicht drauf ist, wenn da jetzt hinten was gegen die Ecke. Das ist halt nur so ein, das ist noch irritierender. Die ganzen Baugeräusche hat man in den Aufnahmen auch nicht gehört so richtig. Das weiß ich ja nicht so richtig. Was machen die denn da das gerade? Zum Beispiel, ich könnte das Gerüst hier abreißen am Purge Day. Das können sie jetzt auch abreißen. Ja, aber straffrei. Ja, gut. Ja, ich meine, aber macht es dann Spaß, weil du müsstest dich gar nicht irgendwie darum kümmern, nicht gesehen zu werden, schnell zu sein, sondern du trittst halt einfach eine Tür auf. Ja, das ist die Sache, ne? Du kannst, eventuell macht das bei dir halt auch einer, wenn du nicht zu Hause bist beim Purge Day. Das ist ja doof. Ne? Also dann bin ich ja total beschäftigt am Purge Day, beziehungsweise Wochen vorher halt, keine Ahnung, irgendwelche Nagelmatten, die von der Decke fallen, die Treppe bei mir so zu befestigen. Und die mit Honig einzuträufeln. Schlechtem Honig. Du baust also deine Wohnung zum Haus von Kevin McAllister aus. Mehr oder minder. Ja, genau. Und dann brauchst du eh nur eine Schneeschaufel und eine Vogelspinne. Und dann ich habe zu Hause ich baue da meine Eisenbahn hier auf und mache so ein paar Papp. Deine Eisenbahn, du hast keine Eisenbahn. Soweit du weißt. Diese virtuelle da, Super-Eisenbahn, die funktioniert doch gar nicht. Die kann ich mir ja am Purge Day holen, die Eisenbahn. Ja, in der Zeit, okay, hier klaut ja, wird hier dein ganzes Elektro-Equipment geklaut. Das muss ich mitnehmen. Ich meine, wenn du schon Schiss hast, hier die Fenster hier auf Kipp zu stellen, dann kannst du sie am Purge Day vollkommen, dann wirst du wahrscheinlich alles in die Mitte schieben und einfach dich nur drauflegen, zittern, mit deinen so Zeigabeln in der Hand. Typischen Berliner eingeölt. Zettel, bitte nicht purgen. Ja. Ich glaube, ich will wirklich, also klar, es ist total bescheuert, irgendwie in so kleinen Mietswohnungen reinzugehen. Da wäre es halt einfach logisch, ich glaube, so was wie die Stralauer Halbinsel, die würde, glaube ich, halt einfach die Tore hochfahren oder sowas. Da wäre dann halt Und die wären so die Kandidaten dafür, die richtig viel ausgeben für den Purge Day. Ja, aber dann Wochen vorher. Mhm. Ja. Es ist wie zu Weihnachten, du baust dann schon mal die Beleuchtung auf. Die bauen schon mal die Tore auf. Ich glaube, ich würde sichtlich mich halt irgendwo... Ach nee, scheiße, wenn du dich in eine Kneipe setzt oder so und dann die ganze Zeit nur arschteure Whisky trinkst, dann gibst du trotzdem so schnell auf die Fresse. Weil du weißt halt von wegen irgendwelche aggressiven Typen, die versuchen so immer so Mühe zu stocken. Da hast du dann halt einfach so irgendwelche Affen, die dann... Oder statt arschteurem Whisky bekommst du einfach immer nur Jim Beam, den sie in die Flaschen gefüllt haben. Ja, was wollen sie denn? Das ist Purge Day, Baby. Letztens im Royal kam so ein Spinner rein, zugehackt bis zum Hals und dann irgendwie hat irgendwie der Barkeeper in irgendeinem blöden Spruch hat er gemacht und der Barkeeper hat einfach so geschossen und dann meinte, sagst du irgendwas gegen meinen Bruder, der hat 10 Jahre Karate gemacht und hat eine scharfe Waffe. Ich sag, wenn der 10 Jahre Karate gemacht hat und du das extra sagst, warum braucht er eine scharfe Waffe? Das beschreibt seine Frau. Ach so. Die ist eine scharfe Waffe. Cool. Ich meine, aber das fand ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Oder ich dachte, solche Kollegen zum Beispiel. Ja. Wenn solche Affen halt irgendwo reinkommen, dann weißt du ganz genau, die suchen jetzt nicht von wegen erstmal ein gutes Gespräch oder ein gutes Getränk, sondern sagen, it's Purge Day. Und dann so. Also ich glaube, ich wäre gar nicht so aktiv irgendwas am Purgen. Ja, ich glaube, ich würde mich halt echt einfach zurückziehen und denken, oh, ihr Spinner, ey. So wie Silvester also. Ja, ich meine, Silvester ist ja schon ein halber Purge Day. Wenn du der Silvester auf der Warschauer Brücke bist, dann gilt da kein Gesetz. Dann wirst du halt dann irgendwie beschossen mit Raketen, die dann halt mit Schussvorrichtung aus der Hand dir dann direkt ins Gesicht. Ja. Dann bist du halt froh, wenn du die Jacke wegschmilzt. Und dann sagt auch keiner von dir, geh mal zur Polizei. Und die Polizei sagt auch, oh, ist hier gerade ruhig, ich notiere das mal, mein Herr. Weil er sagt von wegen, es ist eine der wenigen defekten Klamotten, die wir diesen Tag auf der Warschauer Brücke, sondern da ist dann halt auch Feierabend, das weiß auch jeder, wie viele Affen dann halt auch einfach in die M10 da halt einfach so ein Paket Knaller anzünden und reinschmeißen. Immer mega lustig. Ja, wo dann, also das Leichteste, was hier passiert ist, wenn die Schuhe ansenken, aber wahrscheinlich knallen da voll viele kleine Chihuahuas halt durch, Kinder kriegen halt Todesangst. Oder ein Trommelfell. Ja, genau. Also klar, du brauchst halt irgendwie ein paar Polenböller nur in so einen Raum schmeißen, weil es ganz genau, wenn nicht jemand schnell genug das Gesicht und sonst was alles schützt und die Ohren, dann war es das so. Und da sagt, also du hast bestimmt 1000 Anzeigen, aber es wird da niemals gefunden. Wird da niemals gefunden. Das ist halt irgendwie 20.000 Besoffene in der M10 und andere Besoffene und sowas. Das ist wie Krieg. Und dann ist es halt auch nicht, dass man, und das ist halt nicht cool. Und das ist halt nur so ein kleiner Ausschnitt auf so einer kleinen Brücke und denkst, wenn das komplett Berlin ist, glaube ich nicht gesund im ganz, Geiste, ganz Deutschland. Dass das funktionieren würde.
Oder ganz Deutschland, ja. Ich glaube, in vielen Teilen Deutschland wäre es einfach sauruhig zum Purge Day. Ja, die würden dann halt immer dahin gehen, wo es halt brennt. So, ganz viele. Und ein paar dann halt auch vielleicht woanders. Also zum Beispiel sowas wie, du könntest ja noch nicht mal irgendwie dir einen Bus klauen und dann sagen wir an die See fahren, weil eventuell zwischendurch tankst. Dann fährst du Tankstellen, dann hast du da schon wieder 50 Affen, die gerade alles ausrauben. So, ja. Die ersten nehmen halt erstmal Geld. Die anderen nehmen halt Bier aus Regalen und sonst was raus. Und die nächsten merken, Benzin ist ja auch gar nicht so günstig normalerweise und schieben dann halt einfach so einen alten Speiseeistanker hin, den sie halt dann ran vollpumpen. Und du stehst dann da mit deinem geklauten Ford Transit und sagst, dürfte ich auch mal? Und dann wirst du ins Knie geschossen, weil so vorher sich eine selbstgebaute... Ja, das ist ja das Gute. In Deutschland ist das Waffengesetz ja ein bisschen schärfer. Das heißt, du musst nicht Angst haben. In den USA wirst du ja sofort erschossen am Purge Day. Naja, aber du hast halt 1000 Videos, wie du dir halt irgendwie YouTube halt irgendwas zusammenschrauben kannst. Und das kannst du zu Hause alles schrauben. Wenn du auf die Straße gehst, Wenn du dann halt alles vorbereitet hast und dann hast du halt dann irgendwie 27 Kartoffelkanonen am Körper und gehst dann halt raus und die sind halt einfach auf einer Entfernung von 5 Meter tödlich, wenn die am Kopf hältst. So, und dann hast du so Affen, die da rumrennen und dann und dann denkst du, Punch Day, Baby! Ich wollte nur tanken mit meinem geklauten Bulli, ey, oder Transit. Also ich habe das Gefühl, das wäre nur Stress, das wäre nur Scheiße. Oder? Ich meine, was... Ich rede die ganze Zeit. Erzähl mir doch mal, wenn du sagst, von denen so kreativ deine Fragen rausgepopelt. Ich finde das Gespräch bisher relativ animiert. Du hast natürlich die schwere Brücke zwischen irgendwie die Wohnung verlassen und dann eventuell selber gepurcht werden. Gepurcht ist alles, was dir passieren kann, oder was? Ja, naja, deine Wohnung. Beziehungsweise du auch. Ich meine, selber, selbst wenn du dich zu Hause verschanzt, besteht natürlich die Chance, dass du gepurcht wirst. Oh, man könnte kleinen Kindern, die auf dem Rudolfplatz halt irgendwie Müll wegschmeißen, in die Fresse treten. Das stimmt, ja. Total. Easy. Und die Eltern, was? Heute ist Purge, ja. Entschuldigung, haben wir vergessen. Oder die Mütter, die dann anfangen, ihre Kinder zu wickeln, bewusst sich dahin stellen, wo du schon seit 20 Minuten stehst und trainierst, 2 Meter daneben und den Kleinen dann halt die Hose aufmachen. Obwohl die halt 5 Meter sich wieder wegstehen können. Und die könntest die komplett irgendwie da in den Zaun hängen. Wir könnten sie auf den Boden halten und auf sie raufscheißen. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Und was könnte sie machen? Nichts, weil Purge Day ist. Ja, dann würde ihr cooler Freund kommen und der hat bestimmt einfach sich schon cool teuer eine Knarre organisiert. Mhm. Ich glaube, bei solchen Sachen ist dann eher öfter einfach mal Bauchschuss, Knieschuss einfach so ohne Gespräch schon da. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du körperlich bist, ist ja Purge Day, dann so. Ich habe auch Pfeil und Bogen. Ja, wie viele Pfeile hast du denn? 4. Ja, cool. Es reicht ja wohl erstmal. Ja. Wirst du mit Pfeil und Bogen draußen rumgehen? Glaub, wenn man sichtlich schon eine Waffe hat, dann denken doch andere, okay, der muss platt gemacht werden. Es ist Purge Day, was willst du denn machen? Du musst langer ein bisschen, Mantel und du musst irgendwann was Verstecktes. Den Feiertagsgeist. So eine gefeilte Schrotflinte wie bei Terminator 1. Oh, eine abgesägte Schrotflinte, aber abgefeilt vor. Wie lange feilst du denn an der Schrotflinte? Du musst ja nicht mit einer Schlichtpfeile anfangen. Ich habe schön 2000er Körnung. Die ganz glatt von oben bis unten. Du hast nur 2 Tage Zeit. Nee, 12 Stunden Zeit. Ne? 12 Stunden, ja. Ah, ja. Die Schrotflinte, stimmt, das ist auch, wenn du Waffen besitzen willst, illegal auch. Ne? Sag mal, also wenn du eine Straftat am Purge Day durchziehst, die wird danach nicht geahndet. Richtig. Also das heißt, du kannst zum Beispiel, du nimmst dir, klaust dir ein Leihfahrrad und fährst damit in den Apple Store rein und passt dir die Taschen voll mit iPhones und Apple Watches. Ja, das würde auch bedeuten, wenn du dir eine Waffe holst und dann gehst du halt irgendwie zu so einem prunkvoll, bestialisch riesigen Anwesen, erschaffst dir da Zutritt und mit Waffengewalt bedrohst du den Besitzer, dass er halt so eine Urkunde, die du schon aufgesetzt hast, unterschreibst, dass er dir das ganze Anwesen überschreibt und gleichzeitig auch immer verschwindet und nie wie Regress da halt irgendwie anmeldet und dann sagst du hier unterschreiben, ansonsten schießt du dir einen C ab und dann sagt er ja gut und dann haut er ab und dann nächsten Tag kommt er halt nicht zurück, weil das ist ja rechtens jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit am Purge-Abend geschlossenen Verträgen ist. Also auf jeden Fall müsstest du einen Notar dabei haben. Ja gut, den habe ich dann auch den bedroht. Den hast du auch, ja. Gut. Dem fehlen schon 2 Daumen. Der kommt dann noch so pro forma mit.
Ja, beziehungsweise könnte man ja auch sagen, könnte man sich vorbereiten, dass man halt ein Jahr vorher eine Ausbildung oder ein Studium oder was man braucht, eine Ausbildung oder ein Studium zum Notar. Na, du machst also eine Ausbildung zum Notar, dass du Notar in eigener Sache am Purge-Abend bist. Okay, genau. Ja, interessant. Dass du halt sagst, von wegen Notar, hey, beglaubigt und zwar mit mir. Ja. Und dann hast du deinen Kartoffelstempel und fertig. Ja. Und dann sagst du von wegen, alles meins, fahren Sie bitte. Ich sag sogar noch bitte. Und Ihren Wagen will ich gar nicht haben, außer die G-Klasse, die bleibt hier. Die gilt auch als gepurged. Hast du so einen gepurged-Stempel, den immer auf alles rauf? Ja. Und dann ist am nächsten Tag dann halt alles normal und dann sagst du hier, das scheiß Anwesen würde wahrscheinlich, wenn das jemand haben wollen würde, 3,8 Millionen kosten. Ich klopp euch das für glatt 3. So. Ja, ich meine, natürlich willst du es wieder loswerden, weil in einem Jahr wirst du ja dann gepurged. Genau, ja, das ist ja... ja. Nee, aber ich habe schon wieder unterbrochen. Du hast Pfeile, 4 Stück, bis draußen. Ja. Und naja, zum Beispiel so ein Luxusladen wie der Apple Store oder so, wo du dir einfach die Taschen Luxusladen. Die Taschen Apple Store ist ein Luxusladen. Du kommst damit so viel Zeug. Natürlich, das ist ja nur am Rande ein Smartphone, ein iPhone. Du hast jedes iPhone hat einen Wert von 1.000 Euro. Ja. Du packst dir die Taschen voll damit. Und dann gehst du zum Juwelier und da hat so ein popliger Ring einen Wert von 15.000 Euro. Ja, dann das kann doch nicht mehr telefonieren. Aber dann geht's zum Juwelier. Ja, aber ist schlechter Empfang mit dem Ring. Das ist so ein Purge-Plan. Ja, aber jetzt ehrlich, ihr Witz. Du musst eine Feiertagsstimmung. Und dann gehst du danach, nächsten Tag zum Pfandler. Sagst hier, den Brilli, der sollte 15.000 wert sein. Haben sie gestern gepurcht? Ja, ich sagte, der sollte 15.000 wert sein. Gepurcht, geschmercht. Das Geile ist, eigentlich müsstest du am Purge Day die ganze Zeit nur die Leute beobachten, die richtig geile Coups durchziehen und die aber sichtlich halt einfach keine Diebe sind. Mhm. Die halt einfach nur dieses, ja, jetzt darf ich aber machen. Mhm. Und du hast aber eine kriminelle Energie und dann nächsten Tag, Montag oder sowas, gehst du halt hin, sagst, hier, du hast gestern 60.000 erbeutet, 50k und sowas, die nehme ich mir ab. Okay. So, weil du dann vielleicht ein bisschen grimmiger bist und sagst so, was willst du denn machen? Rufst jetzt die Polizei und sagst, hier meine ganze geklaute Diebesware von gestern? Ja. Und dann, wie ist denn das? Sagt die Polizei, ja stimmt, beim Purge Day durften sie ja so viel klauen. Ja. Das darf ihn jetzt aber keiner mehr, das hat ihn jemand weggenommen. Also, Freundchen, so geht's aber nicht. Wie sah er denn aus? Es klingt wie so eine Sitcom, die wir am Rande zur Purge-Serie schreiben, wo das Purge-Amt die für die Verwaltung vom Purge zuständig sind. Oh, also hören Sie mal, die Sonne geht heute 2 Minuten früher unter, deswegen eigentlich fängt der Purge um 21 Uhr an, aber es ist rein technisch schon 20.58 Uhr. Aber wirklich eigentlich erst 21 Uhr, also Verbrechen zwischen 20.58 Uhr und 21 Uhr fallen in eine rechtliche Grauzone. Was ist denn, wenn irgendwelche Arbeiter, die halt seit Jahren im Büro oder am Band oder irgendwo arbeiten und ihren Chef hassen. Ja. Und dann gehen die halt am Purge Day abends, zack, genau, und jemand hat nicht direkt die Uhr gelesen und zimmern den Chef voll einen rein. Voll, weiß nicht, kloppen den voll zusammen. Ja. Wenn der dann am Montag sagt, du Penner, du bist gefeuert, sagst du, das kannst du gar nicht ahnen. Weswegen denn? Wegen guter Arbeit seit 12 Jahren oder weil ich dir gestern auf die Fresse gehauen habe, in dem Rahmen, wo ich es durfte? Das ist halt so, das ist so, du darfst niemanden entlassen wegen seiner Religion, wegen seiner sexuellen Orientierung, wegen der Dinge, die er im Purge getan hat. Ja, aber das passiert ja dennoch. Ja, deswegen, natürlich, also das passiert ja. Dann wird das mit dem Purge auch passieren. Der fühlt sich sicher und dann... So, Herr Bayer, Sie haben jetzt 3 Fehler aufgehauen, das war für Sie. Wieso war das Purge Day? Also, das ist mir scheißegal. Und außerdem glauben Sie an Spaghetti-Monster. Das finde ich auch nicht gut. Ich muss jetzt noch ein Jahr warten, bis ich mir eine neue Brücke purgen kann. Das Purgen ist auch so. Also du würdest halt mit deinen 4 Pfeilen zu Apple gehen. Und meinem Degen und... Ja, du kannst aber einfach ein bisschen auf die Straße ein bisschen gucken, was so passiert. Ja, ich denke mal, du fährst einfach mit dem Fahrrad jemand vorbei und zimmert dir so einen Gartenzaun ins Gesicht. Und dann du kannst ja mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren, weil Purge-Tag ist. Ohne Beleuchtung. Das wär's. Und dann Kinderwagen umtreten. Wollen Sie mal aus dem Weg gehen? Ja, ich bin Mutter. Wer geht denn am Purge-Day abends mit den Kindern spazieren? Das ist ja wirklich unverantwortlich. Stimmt.
Das müsste dann aber auch publik gemacht werden. Das dürfte nicht so von wegen, jeder weiß es, keiner sagt es. Das müsste überall stehen. Weil das wäre das Schlimmste, wenn jemand irgendwie abgezogen wird oder irgendwas Schlimmes passiert, weil er es nicht wusste. Wenn er bewusst... Unwissenheit schützt vor Purge nicht. Ah, stimmt. Aber ehrlich, also ich habe, da gibt es doch... Also gibt es da nichts Interessantes. Du wirst erstmal rausgehen, du wirst erstmal gucken, wie die Stadt brennt. Ja. Das ist nämlich, das würde ja auch passieren. Da würde bestimmt irgendwer hingehen und sagen. Alles in Flammen. Ja, das ist nämlich auch die Sache. Dass Leute halt einfach, glaube ich, alles, also vieles zerstören will. Da würden sie auch nicht sagen, von wegen, oh, da können wir Gutes tun, was sonst rechtlich irgendwie verboten ist. Ja. Keine Ahnung, hier Flugfeld Tegel oder sowas, alles voller Blumen sehen, ist ja sonst nicht erlaubt. Mach ich jetzt einfach mal und reiß den Teer da weg. Wird ja keiner machen. Sondern die würden sagen, ja, okay, wie viel Kanister Benzin schaffe ich jetzt irgendwie mit meinem Dreirad von der Tanke und dann kippe ich das alles aufs BASF-Gebäude und gucke, wie der Stängel brennt. So, und sowas würde ja passieren. Und dann schwupp, oh, dann ist es so heiß, dass tatsächlich Glas und Holz und Stahl und alles brennt, springst zunächst und dann hast halt Stadtteile, die brennen. Und dann ist ja nichts mehr mit vier Bogen im Nacken, ich guck mal, wie es hier aussieht, sondern heißt es, verschwind mal schnell. Und wie kriege ich jetzt die Karre auf, ohne meinen komischen Fernbedienungskontrollgedödel. Ich glaube, mit dem Auto kommst du sowieso nicht so gut durch am Purge Day. Naja, kommt aufs Auto vielleicht an. Die Straßen sind, glaube ich, mit einem Wolf vielleicht. Aber mit einem echten Wolf. Also nicht mit der G-Klasse, sondern wirklich der... Also ich glaube, ich würde echt versuchen, schnell zu verschwinden. Weil, also auch wenn du deine Wohnung sicher machst, irgendwo brennst. Und irgend so ein Pimmel denkt von wegen, geil, Altbau, da muss ich ja gar nicht viel irgendwo raufgießen, da ist so viel dummes Holz. Mhm. Oder Baustellen, da ist so viel Baumaterial, was brennt. Ich meine, draußen war hier letztens Container mit abgesägten, perfekten Hartholz-Stielstücken. Da hättest du ja, also da hättest du ja nur so ein kleines Gasfeuerzeug da kurz ranhalten, dann pfuff. Und dann hätte wahrscheinlich vorne das ganze Gerüst mit den Holzplatten, das klettert dann schön alles hoch und dann schwupp ist die Danica am Leuchten. So, jetzt sprechen wir eine Sprache. Ich habe das Gefühl, ich sammle die ganze Zeit. Du wolltest doch eigentlich sagen, was du alles vorhast. Du stehst immer noch mit deinem Pfeil im Apple Store. Ja, zum Beispiel. Du einfach rausgehen, du kannst dir die Taschen voll machen. Das ist wie Weihnachten, nur umgekehrt. Du bekommst die Geschenke nicht, du nimmst sie dir einfach. Was heißt dir die Taschen voll machen? Willst du wirklich ein iPhone XS Maximum? Warum denn nicht? Für umsonst? Ist doch Purge. Ehe du das eingerichtet hast und das erste Foto mitgebracht hast, ist schon wieder Montag. Schon wieder Feierabend. Und was hast du gemacht? Ja, ich hab ein iPhone, ich habe das versucht einzurichten. Die Konfigurierung war schwierig, weil Empfangs war auch gar nicht. Die ganzen Sendemasten haben gebrannt, ich konnte nichts damit machen. Ich habe einfach meine 4G überlasten wollen, ging ja nicht, hat keinen Empfang. Das nehme ich auch, du wirst keinen Empfang haben. Nee, alles ganz sicher, wie Silvester halt. Es wird auch komplett lichtdunkel. Irgendwie wird hier Wasserwerke schön in die Filteranlage reinkacken. Da wird auch kein Wasser aus dem Hahn. Da will ich auch nicht rangehen. Also ich habe echt das Gefühl, das wäre nicht gut. Also ich glaube, so ein bisschen Gesetz ist echt... Also es gibt... Weil es reicht ja prozentual gesehen eine Handvoll Spinner. Also es reicht ja, glaube ich, wenn 10% Berlins, ich denke die ganze Zeit immer an Berlin, oder 10% Deutschlands halt voll abdrehen. Also alles, was sie, und dann würde ja Deutschland brennen. Ja, aber das ist ein ganz eigener Wirtschaftszweig. Ist das eigentlich ein Purge-Day fürs Land oder für die Welt? Fürs Land. Ich glaube, es ist da in dem Film, ist auf die USA beschränkt. Weil sonst wäre ja Feierabend, ne? Da würde ja jemand einfach mal ein Knöpfchen drücken. Aber das ist ein Riesen, was das für eine Wirtschaft ist. Denk doch mal an die Wirtschaft. Der ganze Neuaufbau, die Leute, die sich Neuwagen kaufen müssen, die Reparaturen, die Fensterglasindustrie. Ja, das ist dann wie Hamburg beim G20-Gipfel. Du könntest auf jeden Fall halt deine Bundeswehr-Schutzklamotten da anziehen. Mit Helm und sowas kannst du ja ausgehen. Ich würde wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur mit Moped-Helm und Moped-Jacke draußen rumlaufen. Obwohl dich da echt schlecht bewegen kannst drinne. Also kannst du immer nur, du kriegst den Schlag und denkst, okay, das ging. Aber du kannst jetzt nicht viel ausholen selber. Dafür dann den Hundetaser oder so. Mhm. Nee, also erstmal, man müsste alles vorbereiten. Vielleicht paar Sachen zunageln. Ja, oder einfach mit einem Golfschläger und ein paar Golfbällen vor die Mediaspray. Genau, da wird dich auf dem Weg da auch keiner aufhalten, eventuell dir schon Wirbelsäule. Du musst dich schon durchpurgen, wenn du was Lustiges machen willst. Ja, oder musst du halt irgendwie. Aber ich meine, du kannst ja trotzdem mit Golfschlägern also einen Ball einfach ins Wasser kloppen. Jetzt. Nenn dich ins Wasser, in die Scheiben von den Büros. Ja, gut. Hab bestimmt auch schon mal probiert. Ja, ne, war.
Aber Crossgolfen, das wäre so dein härteste Idee? Naja, zum Beispiel. Ich würde echt, glaube ich, fliehen. Die Sache ist bloß, das, also es stimmt schon, das mit dem Auto und sowas wird alles sehr, sehr schwer. Also müsste es relativ schnell, könnte man ja hier... Also Motorrad geht, glaube ich, noch. Du darfst ja auf dem Gehweg fahren. Ja, aber auch da wäre das, also da wäre dann eher so ein geländegängiges Cross-Motorrad nicht verkehrt als so eine Straßenmaschine, das ich habe. Also wenn ich da so einen Bordstein hochfahre, dann habe ich aber schon ein Problem. Und ich müsste rechts, links, hoch und du musst ja nicht schnell fahren, du musst dann durchkommen. Und das ist halt die Gefahr. Und die Bürgersteige wären voll. Und es wäre dann halt auch irgendwer, wäre dann auch auf die Idee, Motorrad, dich zimmer ich mal runter mit dem Balken. Und da könntest du halt nicht, da kannst du den Fuß raushalten bei der Fahrt und sagen, da ist ein Problem. Wie bei Road Rage damals, ja. Außer du fährst direkt auf ihn zu und dann weißt du ganz genau, danach kannst du auch nicht aufstehen und nochmal weiterfahren. Ist halt so, oder du hast so ein Streethawk-Mobil, das mit Laser alles freischießt vielleicht. Aber das auch mal erstmal haben. Ganz, ganz geil wäre vielleicht, wenn du halt dir einfach relativ schnell irgendwie Mediamarkt so 20 von irgendwelchen stärksten Drohnen, die du hast, und du hast dann gleichzeitig so einen komischen Bungee-Jump Gesäßgürtel da, die synchronisierst du alle mit deinem Smartphone und suchst erstmal aus der Stadt raus. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Was ist denn das für eine Erklärung? Ich glaube nicht, dass so viele Drohnen dich tragen können, weil das Gewicht zieht ja dann zentral nach unten, sodass die Drohnen ineinander klappen. Ich sag ja auch, einer der stärksten Dinger, die sie haben. Ja, was hat denn Mediamarkt für Drohnen? Die können 5 Kilo tragen. Und vielleicht habe ich sogar aus Alu ganz leicht metallmäßig halt so ein Geschirr geschweißt, dass die halt nicht nur am Seil hängen, sondern jeder hat so eine Position drauf. Hast du das legal geschweißt oder hast du es am Purge Day geschweißt? Ja, das werden sie schwierig. Illegale Schweißarbeiten ohne Schutzbrille. Das ist was für den Purge Day. Ich habe das in Auftrag gegeben, mit Bezahlung, bei Abholung. Dummerweise war es genau in Purge-Dings. Und dann kommt der an, sagt, ja, super. Sagt der, ja, ich kriege 1200 Euro. Und sage ich, Purge, Pock. Und nehme halt die Stahl-Dings, die Alu-Konstruktion mit. Dann knall ich diese ganzen Drohnen drauf. Extra Akku, alles rangeklebt. Also die fahren zusammen, fliegen die locker 5 Stunden. Und dann nochmal ordentliche Kletterseile ran. Ich bin ganz gemütlich in meinem Bungee-Jumping-Geschirr. Hab mir dann ein paar Pads und Tablets geholt, falls mir langweilig ist. Ganz viel Eiweißriegel und Limonade. Und dann suche ich halt einfach die Stadt. Darm und Blase über der Stadt. Ja. Wichtig ist halt, dass die Dinger nicht blinken und leuchten. Also ich muss unauffällig sein. Ich glaube, wenn ich leuchte, dann bin ich halt sowas wie ein Ziel. Dann wird jemand sagen, Jagdgewehr, geiler Typ, blutet und fliegt mit seinen Dings weg. Ich glaube, lustiger ist es, Drohne nach Drohne abzuschießen, wenn du da dranhängst. Ja, das Schwierige ist auch, ich glaube, sehr, sehr viele sind einfach druff dann. Also ich glaube, ganz viele sind besoffen und also zum Beispiel alle Teenager, die jetzt einfach erstmal nicht trinken dürfen, denken bestimmt nicht daran von wegen, geil, ich will jetzt mit dem... Das machen sie ja schon, obwohl sie es nicht dürfen. Also ja, aber manche halten sich ja ein bisschen zurück. Und dann sagen die bestimmt von denen, geil, ich trinke jetzt einfach mal Benzin oder sowas. Also die Leute denken immer... Ich habe immer noch... Das Schwierige ist, ich komme gar nicht auf die Idee, so irgendwie coole... Also mein Gedanke ist nicht von denen cool irgendwelche Sachen, sondern für mich ist immer der Gedanke, wie komme ich aus der Stadt? Weil die Straßen sind voll. Ja, du kannst ja vorher aus der Stadt. Ja. Aber du willst es schon noch ein bisschen sehen, ne? Ja. Beziehungsweise es heißt ja nicht, außerhalb der Stadt ist Ruhe. Und dann will ich ja vorbereitet sein. Also ich will ja irgendwas. Und wenn ich halt einfach... Also du willst dich so ein bisschen warm purgen auf dem Weg. Naja, oder wenn ich halt einfach nur ein geschütztes Fahrzeug habe. So. Das ist die Frage, wo habe ich das her? Muss ich vorher... etliche 100.000 Euro hinlegen, um gepanzerte G-Klasse zu fahren, ist ja Blödsinn. Witziger Fakt, aus Brandschutzgründen, in Kasernen steckt immer der Schlüssel im Panzer. Naja, also eigentlich haben richtige Militärfahrzeuge ja auch keinen Schlüssel, weil sie sagen von wegen, wenn es dann halt Alarm ist, dann hast du ja auch nicht von wegen, und die sind ja alle mit Handschuhe zu starten, so wie ein Hammer, da ist ja auch kein Schlüssel, militärischer Humvee. Na gut, aber du willst ja jetzt nicht. Hat ein Panzer einen Leopard? Ich bin mir nicht sicher. Also die kleineren. Würde auch behaupten. Ja, nicht. Aber also du willst ja nicht auch so nicht mit einem Leopard 2 fahren. Nee. Den kannst du ja nicht fahren. Nee, zumal, sind die wahrscheinlich nicht so voll getankt, dass ich weit komme. Sondern ich starte das Ding. Und die Tankstelle ist immer direkt nebenan. Also ich sag mal so, mit so einem Dingo. Ja, du kommst ja trotzdem nicht weit. Ja, naja.
Am Purge-Tag. Also ich glaube, irgendwie so ein Humvee wäre nicht verkehrt. Da kannst du auch mal über ein anderes Auto rüberfahren. Ja, also das hat auch so eine breite Achsstand, dass du halt auch echt sehr schräg fahren kannst, ohne dass du kippst. Von der Bundeswehr sehr schön mit 6 Rädern der Dingo. Klingt aber nicht cool. Der ist auch relativ sprengsicher. Relativ sprengsicher. Naja, du musst dir die Schuhe vorher abtreten. Das ist die größte Gefahr. Dann kannst du auch über eine Mine fahren. Schuhe abtreten. Wenn da Kies drin ist und unter dir explodiert eine Mine, wird das Kies-Ding wie von einer Schrotflinte zum Geschoss. Cool. Deswegen, das ist tatsächlich eine Gefahr, dass du einfach Sachen reinschleppst ins Auto. Ach so, jetzt verstehe ich's. Okay, wenn Kies drin ist, ja. Genau. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Option. Kannst du ein militärisches Fahrzeug akquirieren. Wo ist denn hier irgendwie eine militärische Basis in Berlin oder Militärfahrzeuge? Es gibt im Südwesten gibt's eine Kaserne. Ich weiß beziehungsweise nicht, könnte ich nicht einfach so einen Polizeipanzer? Ja, stimmt. Mehr. Polizeipanzer. Ja. So bestimmt. Ja. Irgendwie so. Ja. Da, die Polizei Dinge kann sich den Abend ja frei nehmen. Die haben aber bestimmt Schlüssel, so eine Scheiße. Ja. Und da kommst du nicht ohne weiteres ran. Hm. Ja. Ich möchte nicht wissen, was die Polizei macht, die halt eh ausgestattet ist mit Waffen und so ein Scheiß. Und da gibt es genug, die Spinner sind. Ich würden sagen, ich glaube, voll die abdrehen. Würden richtig purgen. Ja, also da wäre... Es gibt ja kein Dienstausschlussverfahren, gibt es ja so schon nicht. Aber also ich glaube, es gibt halt einfach durch diese ganze Nazi-Scheiße wäre es echt gruselig. Also da wäre, glaube ich, echt so richtig Hardcore-Links gegen Hardcore-Rechts, so richtig Krieg halt einfach. So nicht Demonstration, ja. Sondern einfach Schlacht. Ja, ich komme da, also das Schlimme ist, ich denke die ganze Zeit so negativ. Wäre ganz schön, wenn ich sage, von wegen, alle sind frei und könnten machen und sind dann halt auch nicht, dass dann so Leute sagen, ja, dann machen wir ein Picknick auf der Hauptstraße, weil es ja erlaubt ist. Auf jeden Fall. Sowas. Zum Beispiel. So eine Kunstinstallationsaktion. Ja, oder Picknick auf der Hauptstraße. Ich mache den Knast auf. Ich breche alle Copyrights und lese laut aus meinem Theaterstück SpongeBob gegen Jar Jar Binks vor. War das nicht gestern auch in dem Ding von wegen Copyright mit ganz viele Nike-Produkte, die eigentlich nicht... Ja. Wie war das nicht Nike? Ja, es gibt auf Amazon ganz viele. Ich habe auch schon so ein paar gesehen. Aber die gehen nicht gegen auf, sondern sagen von wegen, ich muss hier... Ja, es gibt so eine Marke, die sieht Adidas zum Verwechseln ähnlich. Aber dass das Kartellamt nicht sagt, von wegen, es gibt ja auch immer diese Ähnlichkeitsgrenzen, wo man ja, sagt, von wegen, ja, hier ist aber zu das viel. Ist, es gibt ja so, wie gesagt, die wissen das schon relativ elegant zu machen, die Leute, die das fälschen aus China. Und dann. Ja, die wissen wahrscheinlich halt auch, wie weit sie dürfen. Ja, genau, wenn du das halt nur auf den ersten Blick siehst. Und ich habe auch schon gedacht, so Laufschuhe von Adidas für 30 Euro und dann erst beim zweiten, okay. Hm. Von Albatros. Ja. Von die Adidas und Nuki. Schöne Grüße. Ja. Oder wie viele Dateien du bei Napster runterladen könntest. Ja, da musst du davon ausgehen, dass Strom und Internet noch funktionieren. Aber gut, da sind ja jetzt auch nicht permanent Leute, die das halt überwachen, sondern eigentlich Rechner. Und die sind ja dann auch nicht purge-mäßig sagen, ich fahr runter, sondern ja, was würdest du Netz irgendwas so. So Cyber, also meinst, Cyberkriminalität. Naja, die Sache also Kreditkartenbetrug. Ja auch, wenn du vorher irgendwie so ein paar Kreditkartendaten sammeln kannst. Ja, stell dir vor, du arbeitest noch in einem Lokal, wo die Leute mit Kreditkarte bezahlen. Ja, das ist ja relativ einfach. Du brauchst ja nur vorne die Zahlen und die Prüfziffer hinten. Ja. Das hebst du dir halt alles auf für den Purge-Abend. Ich habe gerade gedacht, ob das geht, bei Amazon halt irgendwie deine Bezahltaktik da zu ändern und irgendwas so einstellen von wegen per Nachname oder so und dann halt einfach nicht zu zahlen. Ich glaube, bei Amazon geht es nicht, aber bei vielen kleineren Versandhäusern geht es. Ja. Naja, wenn du halt so ein Versandhaus findest, wo du halt nicht sofort zahlen musst, sondern sagst von wegen, alles klar, später und dann, aber später ist ja blöd, weil dann ist der Purge-Date schon zu Ende. Aber du kannst zum Beispiel, du nimmst ganz viele Pakete für deine Nachbarn an. Und am Purge-Tag reißt du sie alle auf. Und am Purge-Tag arbeitet halt auch der Briefträger. Achso, nein, du nimmst sie davor und davor hast du sie ja nur angenommen. Das heißt, die suchen ja ständig. Du fängst einen Monat vorher an, bei DHL zu arbeiten, bist immer der Schnellste mit dem Ausliefern der Pakete. Ja. Und wir wissen ja, es fällt nicht auf, wenn 90% der Pakete nicht geliefert werden. Im Gegenteil. Ist wie bei mir. Letztens die Sachen halt auch direkt vor meiner Tür abgelegt.
Und dann wurde halt gefragt. Also. Übrigens auch eine schöne Seinfeld-Folge, in der Jerry den Job von Newman übernimmt für einen Tag. Newman. Newman ist der dicke Freund von Kramer. Ach, der so eine krasse Synchro hat. Ja, genau. Der Jurassic Park. Jerry. Newman. Jerry nimmt den Job von Newman an und wird Postbote für einen Tag. Und 50% aller Briefe werden ausgeliefert. Und deswegen fliegt die Nummer auf, weil bisher hat es noch nie ein Postbote in den USA geschafft, 50% aller Briefe auszuliefern. Ach so. Ich dachte jetzt einfach, okay. Ja, naja. Und so ungefähr hat man das Gefühl, es mit den DHL und den Amazon-Boten ja auch, dass nur jedes dritte oder vierte Paket ankommt. Wo glaubst du denn, also da wir halt in der Kneipe schon gearbeitet haben, wissen wir, dass da, auch wenn da halt eigentlich einer der wenigen Läden, wo halt immer Bargeld aktiv ist, trotzdem nicht mörder viel Bargeld liegt. Wo viel Bargeld zu holen ist. Genau. Also, und wo man halt auch, würde ich sagen, mit physischer Kraft, also weil ich glaube, man würde, wir wären jetzt nicht irgendwie mit einer Knarre unterwegs. Nee. So. Und also, wo man halt rankäme. Und wo Leute halt auch vielleicht sich auch gar nicht so berufen fühlen, das zu schützen, weil sie sagen, ich stehe ja an der Kasse für 3,2. Naja, an der Kasse, Supermarkt, alte Dings. Supermärkte. Alte Weisheit von, wie hieß denn das, von Pulp Fiction, im Restaurant. Im Restaurant meinst du, das ist viel Kohle? Ja, da zahlen auch noch viele Leute mit Bar. Also gerade in Deutschland zahlen ja eh viele Leute in Bar. So ein Geldautomat ist natürlich auch so eine Sache. Von der Bank. Ja, aber wie, also gibt es ja etliche Geschichten, dass du da mit einer Kreissäge und einem Kuhfuß da nichts rauskriegst. Ja, aber es gibt auch immer wieder welche, wo sie das relativ einfach gemacht haben mit Gas. Das ist das, den mehr oder weniger zum Druck Platz, aufbauen. Ja, den mehr oder so. Weniger zum Platzen gebracht haben. Also es scheint auch nicht so. Die haben es ja also würden unsere 12 Stunden dann halt einfach hier irgendwie an so einem Automaten verbringen, es würde nichts passieren. Naja, aber einen ganzen Automaten ausgenommen, da. Ja, aber wir würden den nicht aufkriegen, glaube ich halt. Ich glaube, es wär einfacher, wenn wir halt einfach zum Blumenladen gehen und sagen, hier, nehmen wir halt die 800 Euro. Oder so. Ich glaube nicht, dass die 800 Euro in der Kasse haben. Gut. Aber so ein Laden. So die ganzen Eigentumswohnungen. Spätis haben doch auch mal alle Bargeld. Ja. Aber die haben wahrscheinlich alle dann am Purge Day eine Schrotflinte. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist dann komplett zu. Ja. Aber ich meine, generell überall, wo Kohle ist, werden die vorbereitet sein. Also das kann man sich wahrscheinlich auch klemmen. Ich habe gedacht, wenn man jetzt Aktien kauft, ob man die dann später, du musst die sofort zahlen, ne? Du hast doch irgendwie Aktien. Ja, du musst die sofort zahlen. Irgendjemand dazu bringen, dass er einem ganz viele Aktien überschreibt? Ne, irgendwas, irgendwie, dass man halt was Illegales, aber was mit wenig Aufwand viel bringt. Also irgendwas im Netz rumpimmeln. Irgendwie nicht, dass du halt rausgehst und jemand. Ja. Aber ich glaube, da muss schon jemanden bedrohen, sonst kriegst du halt. Ja. Oder jemand einfach mal richtig in die Hoden treten. So richtig. Ja. Aua. Einfach nur so als Testweise draußen mal. Ja, nee, einfach nur. So. Ja. So richtig Kraft-Maga-mäßig reinzimmern. Ja. Oder wie so ein Freistoß beim Football. Ja. So von den, also mit richtig viel Höhe und Schwung. Also mit dem unteren Teil des Schienbeins. Ja. Nicht mit dem Fuß Rücken. Da kannst du dich verletzen. Ja. Kurz vor dem Knöchel, aber. Das, so. Ja, dann muss es auch jemand verdient haben. Ne? Mhm. Also wäre jedenfalls ganz schön. Ich glaube, man könnte so beiläufig sowas machen. Man hätte vielleicht ein bisschen Werkzeug dabei oder sowas. Sowas, jetzt findet man das ja gar nicht mehr. Das war früher mal meine Idee. Immer die ganzen Kaugummi-Automaten. Automaten. Gibt es noch irgendwelche Automaten, die du knacken kannst? Aber die Scheiße auch Geld und Fahrscheine. Also ich wüsste nicht, wo es sonst noch großartig Automaten gibt. Ich würde behaupten, dass die Fahrscheinautomaten auch gut sind. Spielbank am Potsdamer Platz. Da gibt es auf jeden Fall ordentlich Bargeld. So. Und aber ich würde sagen, die haben nicht wir alleine dann im Purge. Wir sind ja der erste Purge-Tag hier in Deutschland. Okay. Das heißt, die Leute sind noch nicht so vorbereitet wie wir. Purgen ist ja für uns alle Neuland. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht sollte man sich auch so entspannen und geht halt einfach nur zum Jospers Burger und macht sich dann halt einfach mal
eigenen Riesen-Patty. Ich mache mir den Burger selber. Ja, das ist nicht sagst von wegen diese Handtellergroßen Dinger, ja, sondern sagst von wegen zwei handgroße Patties. Und die legst du ja halt hin, draußen brennst und sagst, ach übrigens, ich nehme noch eine, ach, brauchst du ja gar nicht aufschreiben, nimm mir einfach ein Bier aus dem Kühlschrank. Hm. Sowas. Sitzt halt da, futterst ein bisschen und ich glaube, das ist halt ja wie Fernsehen. Du, wenn du da halt an der Warschauer Straße dich hinsetzen würdest, einigermaßen geschützt, dummerweise ist ja viel Glas da in der Nähe. Naja, egal, du hast halt einen Helm auf oder was. Machst du deinen Burger, hast dann dein Bier. Und Ich glaube, du musst schon, da ist ein Hotel direkt an der Ecke, Warschauer Ecke, Revaler. Ich glaube, du musst da schon dir oben ein Stockwerk besetzen. Ich dachte nämlich, sonst könnte man halt auch einfach so eine Tram anhalten und fährt dann die Tram. Ich weiß nicht, ob die Tram anhalten würde an dem Tag und einfach durchfährt. Ja, okay. Aber ansonsten, wenn wir irgendwie eine Tram kriegen würden, dann würde ich sagen, so mal Höchstgeschwindigkeit, was schaffen wir, 75 km/h und lassen die dann mal... 75 erscheint mir relativ schnell für eine Tram. Ja, die, also meinst drauf du? Steht, also 60 schaffen die locker. Ja. Sagen wir, die schafft 70. Okay, ja. Aber dann würden wir die schön mit volle Kanne auf dem Berserienplatz jagen. Weil da fährt die 10 Jahre lang. Und dann werden wir die schön entgleisen auf dem Besserinplatz, weil da ist ja quasi der Kreisel. Da muss die ja abbremsen. Und wenn wir da mit 60 oder 65 da auch mit der Tram, der M10 draufballern, also vorher würden wir dann aussteigen oder ganz nach hinten gehen und dann einfach mitmachen den Crash. Ich würde das mal nicht ganz sagen. Wir sitzen da noch drin in der Tram und die hat keine Sitzgurte. Da entgleisen wir mit 70 an den Berserienplatz. Na, wir würden auf der Frankfurter Tor, wäre das Ding auf Höchstgeschwindigkeit. Ja, da und legen dann wir einen Stein und dann springen raus mit 70 km/h und rollen uns ab. Nee, ich dachte, dann rennen wir nach hinten in unserer Rugby-Kleidung und tapen uns gegenseitig mit Gaffer-Tape. Wenn wir mit 70 vom Frankfurter Tor zum Berserien unterwegs sind, haben wir, glaube ich, nicht die Zeit, uns mit Rugby-Ausrüstung an den Sitz zu tapen. Dann sagen wir auf der Höhe von Rossmann, von der Warschauer Straße. Wir haben den Stein schon aufs Pedal gelegt. Genau, das Ding ist eh am Anfang drauf. Ja. Wir haben den draufgeballert. Ja. Und dann rennen wir schon nach hinten, tapen uns und haben, wir haben vorher, weil da ist doch in der Nähe dieser komische Bettenladen oder war mal, wir haben uns vorher Matratzen geklaut und die haben wir halt gepurcht. Und wir haben halt vorne, hinten, rechts und links, außer oben und unten, uns jeder so ein Käfig aus Matratzen, alles schon geklebt, alles schon fertig. Und wir müssen nur noch zurückrennen, also rein, Stein drauf, zurückrennen, da rein. Und das Ding muss total eng sein. Also nicht, dass wir hin und her, sondern das muss echt, dass wir stehend rein und wie so ein Schrank von Bänder. Sowas. Und dann, aber dann sehen wir ja nichts, wenn wir da komplett drin sind. Ist auch scheiße. Wir auch ein bisschen was sehen. Vielleicht. Wir schneiden uns Gucklöcher rein in die Matratze. Ja. Oder wir klauen uns halt irgendwie von draußen eine Oma oder so einen Rollstuhl. Und stellen ihn in die Mitte und knoten Bungee-Seile hinten und vorne und tapen uns an zwei Rollstühlen. Und dann beim Aufprall werden so, weißt du, die werden dann so gebremst durch das Bungee-Seil. Ich bin mir sicher, dass das Genick brechen würde. Weil das eine Seil die kinetische Wucht des Aufpralls abfängt und dann uns mit nach hinten zieht, um das zu kompensieren. Ja, das ist sehr doof, stimmt. Dann haben wir auf jeden Fall so eine Halskrause um. Ah, ja, wie Nesca-Fahrer. Genau. Und wir haben ja wir haben dann einen Integralhelm. Dann nichts Offenes mehr, sondern richtig geschlossen, sicher. Und wir sind da halt echt lächerlich gepolstert, überall voll. So, also komplett. Aber ich weiß nicht, ob das dann so Spaß macht. Es muss auch ein bisschen spontan sein, so ein Purge. Ja. Ja. Ja, deswegen, pass auf, und wir müssen ja Glück haben, dass wir die freie Fahrt haben. Ja. Auf der Strecke. Sonst rammen wir einfach mit 50 eine andere Tram und das ist ja relativ lame. Ja, das stimmt. Ja, es wäre auch blöd, wenn man sagt, man legt den Stein drauf und klaut sich dann ein Auto auf der Warschau und fährt dahin, weil die Warschau wird dicht sein. Ja. Und ein Fahrrad klauen, das ist auch Blödsinn. Ja, du musst mit 70 brauchst du ein E-Fahrrad. Ja. Aber du kannst den Motor frisieren am Purge-Abend und mit dem E-Fahrrad so schnell unterwegs sein, wie du willst. Ist denn, kriegt die Tram eigentlich Strom von oben oder von unten? Von oben, ne? Kommt auf die Strecke an. Ich glaube, die M10 von oben. Ach so, weil sonst hätte ich gedacht, dass wir halt hochklettern, weil wir da halt dann irgendwie geiler runter sind. Ja, was wäre dann noch? Gibt es vielleicht irgendwie so ein Reinigungs... Nee, das sind ja einzelne... Das sind doch... Irgendwann sind es doch so einzelne Waggons, ne? Also beziehungsweise mit so Gelenken in der Mitte. Das ist doch nicht eine Bahn. Das sind doch schon. Oder?
Das sind doch manchmal auch zwei dran. Echt? Und da würden wir halt dann einfach die Scheibe vorher einschlagen zwischen den beiden. Und wir koppeln uns ab. Genau, den Fender vom eigentlichen Zug. Und dann würden wie alte Banditen auf dem Zug im Wilden Westen. Oder Zurück in Zukunft 3. Mhm. Und dann würden wir halt dann das könnten wir wahrscheinlich schaffen, dass wir dann ab Rossmann nach hinten laufen, durch die durch ausgeschlagene Scheibe, die wir natürlich total safe und mit Polstern und sowas, das wir eigentlich schon durchsprengen können. Da müssten wir nur sehen, wie man das koppelt. Wahrscheinlich mit so einer Stange. Und dann so... Und dann, aber wir würden ja trotzdem schon eine Geschwindigkeit drauf haben. Das ist auch aber wir haben ja dann keinen Beschleunigungsmoment mehr. Aber wir rollen ja dann trotzdem noch mit 70 aus. Das ist ja trotzdem schnell. Ja, naja. Aber geht es Berserin plötzlich hoch? Ja. Na, dann ist vielleicht ganz gut, wenn wir dann ab Frankfurt... Also ich wollte gerade sagen, kommt auch darauf an, wie der erste Waggon entgleist. Also bleibt er auf den Gleisen liegen oder entgleist er wirklich sauber und wir rollen lässig dran vorbei mit 50? Naja, auch wenn der entgleist, verbiegt er vielleicht die Schienen vorne und das würde für uns auch blöd anenden. Bisschen. Vielleicht auch können nicht. Sie ja festhalten oben an den Haltestangen. Es gibt ja noch die mechanische Notbremse. Das heißt, wir sind drüber, haben das Ding mit der Stange dann gelöst, circa auf Frankfurt Allee. und dann geht es halt hoch. Das Ding rast immer noch, selber beschleunigt, halt dann irgendwie in Gleis wieder, juhu! Und sehen das auf der Höhe, was denn da für ein Laden, dieser komische Gemüseladen oder Tattoo-Studio da auf der Frankfurter. Und Gemüseladen dann, und Tattoo-Studio? Ja, und dann steht halt einer von uns an der Notbremse und knallt und bremst einfach nur, ist ja dann, und dann bis kurz vor dem Knick. Und sehen halt das Ding sich komplett überschlagen und wahrscheinlich explodiert. Wahrscheinlich überschlägt sich es gar nicht, explodiert nicht und quietscht sich irgendwie noch da durch. Und schaffst mit 70 und fährt dann einfach nur weiter. Und wir sind die dumm. Und dann steigen wir aus und alle lachen und wir kriegen kein Auto und gar nichts und stehen dann da. Alle lachen, machen Fotos von uns und stellen das sofort online, weil wir keine Persönlichkeitsrechte haben an dem Abend. Ach, scheiße. Komplett das Gesicht ganz nah rangezoomt. Ja. Mit Namen alles. Ja. Tja, ihr Loser, heute ist Purge Day. Aber dann könnten wir da, ist ja nicht irgendwie ein Restaurant, könnten wir nämlich auf den Schreck erstmal könnten wir was essen gehen. Ja. Ne? Das Dumme ist, wenn du dann bestellst, kacken, wird dir, glaube ich, jemand auf den Tisch kacken, falls überhaupt noch jemand da ist. Ja, ich wollte gerade sagen, die kacken und spucken dir doch ins Essen. Was willst du denn machen? Das ist Purge Tag. Als ob die dann überhaupt noch arbeiten und warten auf Gäste, damit sie jemand ins Essen kacken können. Ja, Sir, ich führe sie sofort zu einem Tisch, der nicht brennt. Naja, auf jeden Fall. Ja, da könnte man natürlich sagen, geht man halt rein und gönnt sich dann ein schönes Steak. Da kann man dann auch mal einen Kobe-Rind verbrennen, falls man es sich hinkriegt. Wir machen jetzt ja das Steak, bringt das Rind rein. Ja, oder hier bei Stein und Fuß oder wo du immer ist. Ja. Wie ist der Laden? Herr Stein und Fuß. Nee, sag doch mal. Stock und Stein. Sei doch. Ja, ich meine, da weißt du ja, wo alles ist. Ja. Und da brauchst du halt einfach. Da weißt du ja, wo alles ist. Du bist ja Gast da, kennst dich ja aus in der Küche. Da brauchst du ja nur deinen. Du zahlst doch nie, du musst aber Teller spülen. Da holst du halt einfach nur so einen heißen Stein und weißt ja, wie das alles geht. Ich weiß doch nicht mehr, wie ich den aufheize, den Stein. Ja, der liegt doch da auf der Glut oder was. Purge-Planung vom Feinsten. Es geht so nach hinten los. Wahrscheinlich wäre es das Beste, dass wir sowas machen würden. Wenn einfach nur Aufnahme machen und sagen, ja, hier fällt mir so eine brennende Kuh vom Dach und irgendwie sowas. Es war nur so, einfach was passiert. Zwischendurch holen wir mal einen Feuerlöscher. Dann wieder mit irgendeinem komischen Anti-Wildschwein-Spray in der Tür irgendwie, weil jemand versucht, hier wieder reinzukommen. Dann wieder löschen. So, das wäre wahrscheinlich unser Tag. Oh, das wäre doch lustig, einfach ein paar Wildschweine zu holen, die loszulassen in der Stadt. Stimmt, wie würde man die denn kriegen? Ja. Ach, ich glaube, die kriegst du relativ leicht, wenn du dir einen Transporter hast. Dämmung fährt gerade runter. Ja, ist hier zu warm hier. Im Dachgeschoss ist eine Fabrik, die Dämmmaterial herstellt und verpackt. Cool. Wenn du so einen großen Transporter hast und so, dann willst du ein bisschen fressen und dann lockst du die ins Auto. Weißt du, was dir wird doch immer Duct Tape und Tau empfohlen auf Amazon. Du weißt, wie man Leute in einen Van lockt. Es wird nur empfohlen. Weißt du nicht, dass ich es benutze? Es geht auch ohne. Ich habe gerade überlegt, wie geil das wäre. Wir könnten halt, da waren wir noch nie. Ich meine, das wäre wahrscheinlich auch der dümmste Blödeinkauf. Auf den deutschen Podcast Awards? Nee, ja, da auch. Empfiehlt uns. Aber wir könnten ja dann auch zu so einem Toys R Us fahren. Ja. Ja, ich war gerade abgelenkt, habe auch noch nie.
Die Nacht hat, ja, du kannst dann tausend Sachen ausprobieren. Du wirst wahrscheinlich die ganze Nintendo-Ecke dir geben, diese abgeschlossene Area, wo dann halt von wegen, das Spiel können wir nicht rausholen. Sagst du, ja, wirklich? Ja, okay, da wäre kein Angestellter mehr, der sagt, ich kann das nicht rausholen, sondern... Kannst du auch alles mitnehmen, solange noch Purge-Abend ist. Da gibt es bestimmt dann irgendwelche coolen Cards, so eine oder motorbetriebene Card. Und fährst damit durch Toys R Us und gibt es da Süßigkeiten bei Toys R Us bestimmt, oder? Ziemlich sicher, ja. So eine Kasse. Auf jeden oder Fall. Sowas wie KDW. So irgendwie unten Feinkostabteilung, richtig schön futtern, bla. Aber was gibt es in den anderen Etagen? Klamotten und Parfum oder so ein Scheiß. Ne? Und Schmuck. Richtig super. Teuer und Schmuck. Ich setze mir einfach mal eine Krone auf. Eine Tiara. Ja, okay, ist alles spannend. Mit viel Futter ins Kino gehen? Können einen Film mitbringen. Ich glaube nicht, dass das Kino mitbringen. Ja, wir gucken unsere Sketche. Dirk und Klaus tanken, Dirk und Klaus. Ganz komische Bilder gerade. Aber am Purge-Abend legal. Ja, was würdest du denn noch vorschlagen? Weiß ich nicht, wir nähern uns auch schon wieder gefährlich an Längen. Ja, was kann man machen? Sachen klauen, Leuten in die Hoden treten. Also für mich bis jetzt... Ein bisschen Chaos stiften einfach auch. Also für mich war bis jetzt auf jeden Fall, weil es wahrscheinlich auch die größte Aktion war, die M10 am Berserienplatz in Gleisen. Ja, das ist eine gute Idee. Das war ist halt, das richtige Chaos. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie wir es genießen. Am coolsten wäre es halt auch, wenn wir ferngesteuert diesen Stein da halt draufschmeißen, dass wir halt einfach da schon auf Liegestühlen, am besten ein bisschen erhöht, weiß nicht, irgendwie da ist, glaube ich, so ein Seniorencenter auf einer Ecke, dass man da halt irgendwie so am Fenster sitzt. Die können wir ja ihre Plätze verweisen, das ist der Purge-Abend. Dann bauen wir da so einen Grill am Fenster auf und dann lassen wir halt via Fernbedienung halt die Bahn los. Ja. Das wäre ganz geil. Hm. Gut, was war danach, weiß ich nicht, aber das ist ja auch erstmal ein Event, ne? Ja, aber stimmt, das ist eine halbe Stunde. Haben wir noch 11 Stunden ungefähr. Ne, wir können das Ding ja auch ein bisschen schmücken. Wir könnten auch sagen, dass man halt so richtig... Lichterketten. Naja, oder du hast halt richtig professionelles Feuerwerk dran. So nicht diese Sachen, die du da halt bei Weko, beziehungsweise mittlerweile kannst du ja bei Weko schön, ich glaube, gibt es nicht hier so ein Weko-Lager oder sowas? Und da gibt es dann halt so eine Großbatterien, die ja wie 200-300 Euro kosten und eine halbe Stunde gehen. Aber bitte, also wenn wir da rausgehen aus dem Lager, werfen wir auch schön noch ein paar Streichhölzer rein. So. Und dann mit einer Heißklebepistole auf dem Dach von der M10 kannst du dann so 20 von diesen Großbatterien draufkleben, kannst du schon zünden, weil die eine halbe Stunde gehen und dann fährst du, ach scheiße, fahren ist auch blöd, aber irgendwie musst du ja einen Berserienplatz schon mal, wenn du das da sehen willst. Naja, wir können jetzt auch zwei Trams nehmen, wir fahren mit einer Tram vor. Ah, du meinst, in die Gegenrichtung fahren wir trotzdem in diese Richtung? Nein, wir fahren mit einer anderen Tram vor. Ach so, aber wir müssen ja auch Weg. Wir purgen zwei Trams. Knallt ja dagegen. Ja, mit der können wir ja eine Station vorfahren und dann laufen wir zurück in Zeit. Also Berserienplatz, ne? Ist ja nach der. Genau. Ja. So. Und dann könnte man alle anderen Trams, die aus einer anderen Richtung kommen, einfach die Bremsen lösen und gucken, wie im Eigengewicht dann runter die Warschauer ballern. Weil da geht es ja runter. Entschuldigen Sie, könnten alle bitte aussteigen, diese Tram ist jetzt offiziell gepurcht. Wir können die Albatros von der Wasserschutzpolizei klauen und sagen, das ist mal jetzt alles zurück. Ja. Und dann würden wir die schön an so einer gelben Leitplanke festhalten. Wir könnten das Berlin-Tag- und Nachtboot versenken. Es gibt ein Berlin-Tag- und Nachtboot. Ja. Da vor MTV liegt das vor Anker. Direkt und da drehen die drin, oder was? Ja, das sollte man auf jeden Fall versenken. Vielleicht könnten wir das so verbinden, dass das Wasser direkt ins Matrix läuft. Ja. Das wäre auch geil. So ein paar Läden halt einfach draußen, die dann halt entweder haben sich gesichert oder nicht, aber man sichert die noch zusätzlich, dass die später die gar nicht mehr aufmachen können. So wie Matrix wird zugemauert oder sowas. Oder mit Bauschaum einfach nur zugesprayt. Das ist ja auch schon eine scheiß Arbeit, das zu lösen. Oh, ich hätte eimerweise Bauschaum hinter mir. Vielleicht könnten wir dann doch in der Tram sein und hätten so eine Bauschaumwand uns gesprüht. Die hatte doch ziemlich schnell aus. Weiß nicht, wie der Bauschaum uns schützen soll. Ich bin mir sicher, der härtet dann noch nicht ganz aus und wir fliegen in den Bauschaum und
sind dann selber voll mit Bauschaum und dann im Laufe der Purge-Nacht härtet er aus und wir werden zu Statuen unserer selbst. Wir könnten ja unsere Füße in Bauschaum eindecken, dann würden wir am Boden so festge... ja, das, ja. Jetzt. Das ist ja nur eine Idee. Das ist sicher. Aber eine gute Idee. Oh. Eine gute Idee, um die Show zu beenden, glaube ich. Oh, das ging aber schnell. Eine Stunde 10. Ne? Und da kam man eigentlich auf gar nichts. Ach doch, ist ja ein bisschen animiertes Gerede. Apropos animiertes Gerede, wollt ihr lustige Animationen von Dirk und Klaus sehen? Dann müsst ihr die selber bauen, weil das machen wir nicht. Aber... aber ihr könnt auf Thumbnails von uns gucken, und zwar auf YouTube. Ja. Fitnisse mit Dirk und Klaus. Der Kanal von Dirk und Klaus, wo wir Fitnisse... Dirk und Klaus sind. Ja. Ja, oder ihr geht auf Stitcher oder iTunes oder Podcast Addict oder warum ihr Podcasts auf eurem Smartphone hört. Findet ihr uns auch. Könnten wir eigentlich auch einen Pornhub-Kanal öffnen und den Dirk und Klaus und da einfach Sachen hochladen, immer so unseren Podcast als Video und dann werden wir irgendwann gesperrt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du wirst einfach gesperrt irgendwann, so ein Blödsinn. Ach, das wäre doch cool, weil es wird ja nichts passieren, rechtlich, oder? Das ist einfach nur... Ja, einfach unser Podcast und dann so eine Slideshow von Nacktfotos. Oder ich dachte einfach nur so bei YouTube das gleiche Video bei Pornhub hochladen. Da werden wir gemeldet. Einfach nur, wir machen nur Fotos von unseren Füßen. Hast du nicht mal gesagt, dass halt irgendwie so ein Liebesfilm oder was bei Pornhub mal hochgeladen wurde? Und der Regisseur meint, lass es drauf, der kriegt wenigstens Klicks. Ja, ich glaube, der hat es sogar selber gemacht. Irgendeine romantische Komödie oder so. Ja, ich hab's nicht mehr ganz dran. Searching soll übrigens ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ja, der Film, über den wir letzte Woche geredet haben. Aber du hast ihn nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Nein, ich habe es nur in einem anderen Podcast gehört. Ja, da wurde er mit Hitchcock verglichen. Da findet ihr uns. Oder ansonsten auf fürnüssepod.com oder @fürnüssepod auf Twitter. Oder ihr schreibt uns. fürnüsse@gmail.com. Genau, schreibt uns unsere E-Mail-Adresse an fürnüsse@gmail.com. Ihr kleinen Nüsschen. Ja. Und ansonsten bleibt Nüsse. Hat eigentlich irgendwer reagiert? Ja. Letztes Mal hast du doch gesagt, hier, was war das? 3 grüne Pausen, Rasenmäher? Pausenlos, ja. Okay. Haben wir so viele Tweets bekommen, ich kann die gar nicht zählen. Ich sag mal so, es ist eine Anzahl an Tweets, durch die möchte ich nicht teilen. Hast du den Purge, heißt das Purge? Purge? Ich glaube Purge heißt das nur Purge. Was denn? Was rede ich denn da? Ja, Purge oder The Purge, die Show. Ja. Aber die ist doch bestimmt auch total brutal, oder? Die ist bestimmt nicht von wegen, oh, guck mal. Wahrscheinlich. Freie Liebe, alle heiraten oder sowas. Es eskaliert alles immer ziemlich schnell. Aber ist sie zu empfehlen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die. Aber dass auf Amazon Prime ist, sage ich jetzt mal pauschal eher nicht. Ah, stimmt, du machst ja die Serie. Die Amazon Prime-Serie. Aber die ist nicht von Amazon Prime produziert, also wahrscheinlich besser als doch viele nicht von Saving Jack Ryan. Ja, das stimmt. Ja, die haben eine günstige gekauft. Aber, ne? Ja, oder die haben Jeff, Stars, kauf doch mal Network. Bessere Serien. Ja, eben für $1 Trillion. Echt. Ja, gut. Ja, dann bis nächste Woche. Ich fand die ganz gut, die Folge. Fand ich auch ganz gut, ich sag doch gar nichts. Die sind schnell vorbei, ich habe mich immer um diese M10 gedreht, die Geschichte. Ja, mach's gut, Nüsschen, ne? Komm gut in die Woche, bla bla, tschüss.